Totenschiff. Jemand keucht, etwas quiekt und klatscht auf den Boden. Warmer Regen prasselt auf ihn nieder. Es duftet nach Blut, zieht Bahnen über sein Gesicht, seine Arme, seine nackte Brust, kühlt schließlich ab, wird klebrig und erstarrt. Irgendetwas kullert über den Boden, prallt gegen sein Knie, bleibt liegen. Warm, feucht, frisch. Seine Augen sprengen auf. Der Herr der Fliegen ist zurück. Doch diesmal hat er etwas Größeres im Gepäck. Hallo, mein Name ist Mario Ulbrich. Ich habe unter dem Pseudonym U. Ulbrich Action-Thriller und Kriminalkurzgeschichten und Horror-Short-Stories geschrieben und unter dem Pseudonym John F. Cooper Western. Was Sie eben gesehen haben, war ein Teaser für einen meiner Action-Thriller, die im Retrum Verlag erschienen sind. Zur Bernburger Lesenacht werde ich aber Short-Stories lesen. Und darin werden Sie Monstern begegnen und Menschen. Und die Grenzen werden manchmal ein wenig fließend sein. Und ich hoffe, wir haben alle viel Spaß miteinander und ich freue mich, Sie zu sehen. Bis dann. Seid gegrüßt, liebe Leute. Mein Name ist Andi Maas. Ich komme aus Bochum und ich schreibe Romane. Thriller, Horror, mal was Lustiges. Und ich möchte euch einladen zur nächsten Bernburger Lesenacht, die am 9.11.24 im Kurhaus Bernburg, dort im Musikpavillon, stattfindet. Unter dem Motto »Harte Worte«. Grausige Zeilen und ich bin dabei. Ich möchte euch dann ein bisschen was aus meinem Buch Bärenhunger vorlesen, das ich vor einigen Jahren im tollen Nekto Verlag veröffentlicht habe. Und ihr seht schon auf dem Cover den kleinen süßen Berry, der ein guter Freund von Bruno ist, nicht ganz freiwillig von Brunos Seite, aber um mehr zu wissen, kommt zur Bernburger Lesenacht und hört euch an und lest euch das Buch durch, dann werdet ihr es wissen. Und vielleicht bringe ich noch jemanden mit, meinen süßen Freund hier, der mich auf jeder Lesereise begleitet und mir immer treu zur Seite steht. Also, bis demnächst in Bernburg hoffentlich. Bis zum 9.11.24. Ciao!